Jo, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter The Inner World. Und ich war schon wieder gemeint, in der letzten Folge habe ich mal wieder einen Cliffhanger aufgesetzt. Und zwar haben wir es endlich geschafft, dieses Bühnenbild so hinzukriegen, dass wir hier diesen Daumen nach unten drehen können. Und das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich war das nicht. was ist gerade passiert? Keine Ahnung. Die Falltür, die Falltür. Hinda! Hinda, Robby! Oh! Oh! Oh, der da! Aua! Warum macht er das? Warum tut er das? Ich verstehe nicht ganz. Der Igel kam, sah, biss ab und verpisste sich wieder. Tja, wer weiß das schon. Oh, guck mal hier. Das Hack. Und da ist das Ding, was ich gesucht habe. Ich habe dich gefunden, kleines Phosphos. Keine Angst, ich bring dich zurück zu Konvoi. Oh, Wurzelwachs. Warum funktioniert dieses verdammte Ding nicht? Dieser dämliche Trottel hat es bestimmt kaputt gemacht. Sie meint ganz bestimmt nicht mich. Wenn ich diesen verblödeten Idioten wiedersehe, werde ich ihn umbringen. Hoffentlich meint sie nicht mich. Meint sie uns? Das wäre tragisch. Guck mal, hier sind die ganzen Figuren. Das ist ganz lustig, ne? Also wir befinden uns gerade unter der Bühne. Und hier gibt es ganz schön viel Zeug. Lass mir mal die linke Maustaste gedrückt halten. Oh, guck dir mal die ganzen Dinger hier an. Also Wartungspult. Aufgeplatzter Sack. Milchhorter Bühne. Ach, hier können wir einfach zurückgehen. Regal. Da ist eine Hand. Karte von Asposien. Da ist Hack selbst. Silbernes Phosphos und die Laura. So, was wollen wir hier? Wir wollen das silberne Phosphos haben. Also lass uns doch einfach mal gucken, was passiert. Konvoi wird stolz auf mich sein, wenn ich es ihm wiederbringe. Alles klar. Ich könnte versuchen, es mir zu schnappen. Hack, hör auf rumzualbern. Ich muss mich hier konzentrieren. Da möchte ich dann lieber nicht stören. Okay. Also, das kann man nicht einfach so machen. Was kann man mit Hack machen? Diese verflixte Taube. Diese diebische, verflixte Taube. Ernsthaft, hör auf. Oder ich besorg dir eine Rolle in Conroys bescheuertem Mechata-Stück. Hey, das Stück war doch super. Conroy hat wochenlang daran schreiben lassen. Was für eine Banausin. Ja, ist ein ganz tolles Stück. Das ist ein richtig tolles Stück. Kostet bestimmt nur 80 Mark, da reinzugehen. Dauert aber also bestimmt... Wie lange hat das gedauert? 40 Sekunden? Also lohnt sich. Da lohnt sich der Ticketkauf. So, da kommen wir jetzt nicht einfach so ran. Wie gesagt, ich kenne ja die Kiste und will es auch nicht jetzt in die Länge ziehen. Deswegen, okay, da habe ich jetzt nicht so aufmerksam zugeguckt, aber das schaffen wir schon. Hier haben wir ein Wartungspult. Das sind aber viele Hebel. Ja. Okay, das Ding ist einfach nur weg. Nochmal drücke. Dann kommt er wieder. Alles klar. Wir haben hier einen aufgeplatzten Sack. Was ist denn da drin? Hier auf dem Etikett steht Konrads Spezialkleber. Mit Lösungsmittel mischen, gut schütteln und loskleben. Okay. Lösungsmittel. Kann man das nehmen? Einfach so. Viel zu schwer. Was? Okay. Dann... Können wir doch Der Anblick beunruhigt mich. Komm, sowas? Ha, Ottilies Schnaps ist mindestens so gut wie Lösungsmittel. Also jetzt haben wir flockiger Lavaströmer. Was hat er gesagt? Gut mischen, ne? Verkorkter... Der Korken passt genau. Lavaströmer. Also jetzt können wir ja... Jetzt müssten wir ja eigentlich... Einmal gut schütteln. Jetzt habe ich Kleber. Yay! Und wofür brauchen wir den? Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier den Conroy hochschicke, ne? Dann nochmal hochgehe. Tschüss. Es wäre sehr schön hier unten bei euch. Wenn der jetzt da oben ist, ihr habt ja gesehen, der dreht sich noch einmal da rum. Und dann guckt sein
den Zeigefinger so nach oben, ne? Beziehungsweise dann nach unten, wenn er unten ist. Und jetzt lass uns doch mal sowas machen. Er kann den Kescher in der Hand halten. Geil. Aber, und das möchte ich euch jetzt nicht extra zeigen, wenn man jetzt runtergeht und den Conroy einmal durchschickt, dann bleibt der Kescher hier oben liegen, weil der dann nicht durchpasst oder wie auch immer. Aber nicht verzagen, MacGyver fragen, wir haben ja den Spezialkleber. Ich mache ein bisschen Kleber an die Hand und den Kescher. Cool. So, jetzt haben wir das erledigt. Dann lass uns doch mal hier runtergehen. Doppelklick. 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 Hallo? Robert. Okay, das mit dem Doppelklick klappt noch nicht so gut. Das üben wir nochmal. Aber lass uns jetzt mal runtergehen. Wir wollen ja endlich das silberne Phosphos kriegen. So, hier drücken, da drücken. Yes! Oh! Schneller! Und was wird das, wenn's fertig ist? Aber ich habe dir das Phosphos abgejagt. Fast. Wow. Ich bin so beeindruckt, dass ich dich jetzt ignorieren werde. Was? Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie du Conroys Anhänger stiehlst und Dieses Phosphos wurde von meinem Vater gebaut. Conroy hat ihn bestohlen. Aber das würde Conroy nie tun. Wie naiv bist du eigentlich? Sehr. Komm schon. Bitte. Vielleicht klemmt es ja nur? Warum leuchtet es nicht? Oh, Huck weint auch. Hey, nicht weinen. Ich weine, wann ich will. Wenn es leuchten soll, musst du nur... Schau mal. Gib es her. Laura, ich hoffe, du siehst das hier. Es tut mir so leid, meine Kleine. Ich hatte keine Ahnung, was Conroy vor... Was ich jetzt sage... Dich. Ohne die Flöte. Es ist die... Conroy aufzuhalten. Laura, muss die... Wir haben keine Zeit. Im Wurzelwald. Die versteckt sich im Wurzel... Um den Wind zu retten. Lass ihn. Kümmert euch weiter um die anderen. Reminepo, alter Freund, was wird das hier? Ein kleines Andenken. Wachen! In die Kammer mit ihm! Laura! Das wird mich für immer an den schönsten Tag meines Lebens erinnern. Was für eine seltsame Nase. Er hat immer gesagt, ich wäre der Einzige. Was hat Conroy getan? Er hat gelogen. Robert, ausgezeichnete Arbeit, mein Junge. Ohne dich hätten wir sie nie gefunden. Elender Mistkerl, was hast du mit meinem Vater gemacht? Ich weiß genau, was... Wache! Du hast doch immer gesagt, dass dich das Phosphos an den schönsten Tag deines Lebens erinnert. Es tut mir leid, dass du es so erfährst, aber für sowas gibt es einfach keine Grußkarten. Also, Robert, komm her. Wir wissen doch beide, dass du alleine nicht zurechtkommst. Nein, ich meine ja. Ich meine, ich komme zurecht. Wurzelwald, Wurzelwald. Alles klar.
Okay, Flötennase, halt dich fest und setz den Helm auf. Das könnte jetzt gefährlich werden. Was denn für ein Helm? Ich brauche diese Flötennase. Ich glaube aber nicht, dass der jetzt noch mal zurückkommt. Ich habe auch nur von seiner Nase gesprochen. What? Boah, was hier abgeht, wa? Der Vater von Laura und irgendwelche Flöten und Saxophonnasenmenschen und... Was genau suchen wir denn hier? Mein Vater hat in der Aufzeichnung doch vom Wurzelwald gesprochen. Hast du nicht zugehört? Naja, ich war ein wenig abgelenkt von den Schreien in Asposan und den Basilen. Der Ort, an dem er die Aufnahme gemacht hat, muss irgendwo hier im Wald sein. Aber der Wurzelwald ist riesig. Und unheimlich. Irgendwo müssen wir doch anfangen. Willst du nicht wissen, was es mit den versteinerten Flötennasen auf sich hat? Naja. Sag ich doch. Also los. Ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Na dann mal los. Stopp. Da ist eine Falle. Wo? Oh ja, ich weiß. Ich wollte nur, Na gut, Flötennase. Ich suche einen anderen Zugang zum Wald. Du bleibst hier, rührst dich nicht und vor allem fasst du nichts an. Naja. Ach, als würde ich das mit der Falle nicht alleine hinkriegen. Also das mit dem Anfassen, da kann ich jetzt nichts versprechen. Und wir kommen dem Zeitpunkt immer näher, an dem ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Hier weiß ich noch ein paar Sachen, aber es geht bald los. Bald müssen auch wir rätseln und dann wird es richtig lange dauern. Ohne Bremsspur. Wow, dass wir das überlebt haben. Ja, schön hier. Guck mal, hier eine Wollmaus. Sie beobachtet mich. Warum tut sie das? Ich glaube, wir müssen sie töten. Hier, was ist hier? Trümmer? Aus den Trümmern könnte ich ein Haus für Laura und mich bauen. Wir könnten hier in der Abgeschiedenheit leben und eine Familie gründen. Wie Robert auf einmal abgeht, ne? Haus bauen, Familie gründen? Der ist gerade mal das erste Mal außer Haus. Junge, guck dich mal um, es gibt noch so viele Frauen da draußen. Sieht eher aus wie ein Trichter. Das hat sie wohl mit Helm gemeint. Oh, so hier können wir den nehmen. So, was haben wir hier noch? Linke Maustaste. Bremsspur, Dornenstrauch, Baum. Baumfrüchte, Astloch. Komisches Tier, Moor, Schild. Fallen. Gut. Und auch mal, was das komische Tier so macht. Wenn das Tier nicht aufpasst, wird es noch an Conroy ersticken. Wie so viele vor ihm. Er will sie nicht hergeben. Und seine Zähne sehen ziemlich scharf aus. Tun sie das? Er will sie nicht hergeben. Und seine Zähne sehen ziemlich scharf aus. Okay. Nee? Na komm schon, spuck den alten Lügner aus. Hä? Meinst du wirklich? Bin mir doch nicht so sicher. Okay, er hat die Conroy-Pumpe ausgespuckt, das finde ich gut. Die nehmen ich wir sollte jetzt mal wieder. Nicht aus den Augen lassen. Und die ist jetzt ein bisschen dreckig. Naja gut, aber da ich ja wie gesagt weiß, was man hier noch am Anfang machen muss, werde ich jetzt einfach mal voranschreiten. Die Dornen hätte man jetzt so nicht einfach nehmen Zumindest können. Zumindest für eine Sache bist du gut. Also kann man also Conroy auch als Handschuh benutzen. Auch gut zu wissen, wie ich finde. Jetzt haben wir hier so einen Dornzweig. Jetzt haben wir hier noch Baumfrüchte, ne? Sehen massiv und schwer aus. Vielleicht sollte ich nicht direkt unter dem Baum herumstehen.
Da oben hängen riesige Früchte. Jetzt könnte man natürlich mit den Früchten eventuell die Fallen hier wegkriegen, ne? Aber wie kriege ich die Früchte jetzt da runter? Die hängen zu weit oben. Ast? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Rumzualbern, Schmumm zu albern. Wir müssen das Zeug da runterkriegen, Digga. Kann ich hier gegen den Baum treten? Wenn ich jetzt dagegen trete, würde mir auf jeden Fall eine Frucht auf den Kopf fallen. Aha, aber wir sind ja total vorsichtig. Das sieht mit Sicherheit äußerst dämlich aus. Nee, das sieht total super aus. Ist kaputt gegangen. Oh, toll. Und jetzt? Oh, die Früchte sind kaputt. Wie kriegen wir jetzt die Früchte? Jetzt pass mal auf. Lass uns mal hier rüber gehen. Wenn wir hier rüber gehen, dann fliegt die Wollmaus hier durch die Gegend. Wie könnte man das nur nutzen? Das werden wir bestimmt noch rausfinden, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Leute, das war euer Fischkopf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.